Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge 364 von Simotrans. Ja, wir haben hier eine schöne Station, wo ja blockiert ist. Das müssen wir gleich mal ein bisschen umbauen, damit das hier läuft. Dieser LKW, der steht zum Beispiel ganz schlecht da. Da müssen wir uns drum kümmern, dass das funktioniert. Und da ist der Bus, der muss dahin. Na, wir werden sehen. Nach dem Intro schauen wir uns das genau an, dass wir das hier vielleicht irgendwie hinkriegen, dass das ein bisschen besser gelöst ist. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann wollen wir mal gucken, ne? Dann bauen wir doch hier mal ein bisschen was aus. Also der muss erstmal wahrscheinlich hier weg. Der ist im Weg. Okay, dann lass den mal fahren, damit wir hier freien Platz kriegen. Und dann müssen wir hier noch was ausbauen, weil zu wenig Halte sind. Machen wir mal hier, oder? Hier, da, da. Wenn der Bus diesen Halt hat, ne? Aber da haben wir eine Einbahnstraße gebaut. Ah. Aber die könnten wir ja auch woanders bauen, die Einbahnstraße, oder? Lass mal hier die Ausfahrt machen. So. Da fahren die nachher raus. Aber der Bus kann hier nicht durchfahren. Dann kommt der Bus von da. Wir machen das Einbahnstraßenschild weg. Vielleicht kriegen wir das so besser hin. So, dann noch Haltebuchten bauen. Da eine... Und da eine, die geht da natürlich dann nicht hin, weil das die Ausfahrt ist. So, dann müssen wir mal schauen, dass wir jetzt hier dieses... Ah, jetzt ist der Bus schon... Ah, der fährt zum Glück weiter. Ey. Ich hatte jetzt schon die Sorge, ne? Und dann machen wir wieder die Haltestelle dahin. Und müssen jetzt das Einbahnstraßenschild hier hinsetzen. Ich hoffe, das ist so richtig. Und reißen das da weg. Ich weiß jetzt nicht, ob so rum richtig ist oder so rum richtig ist. Aber der fährt hier durch, das heißt, es muss so rum richtig sein. So, wollen wir hoffen, dass der Bus hier lang und da reinfährt und die anderen alle da rein. Weil hier ist Einbahnstraße. Vielleicht klappt das. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall ist jetzt hier wieder leer, der Stau ist weg. Jetzt gehen wir aber wieder dahin, wo wir herkommen. Und das war unten bei Lauter mit der Milch war da noch was, ne? Die müssen wir jetzt mal gucken, dass die hier angeliefert wird, oder wie war das? Jetzt mal bitte die Lupe, weil abreißen wollen wir hier nichts. Also Milch brauchen die, ne? Die Bäckerei kriegt da ja was, Lieferanten? Na, weiß ich jetzt nicht, wer da was liefert. Wo fährt der denn? Molkereiprodukte Lauter nach Floto. Fahrplan. Ah, der fährt zur Bäckerei. Die Bäckerei, ja, ist ja auch der Verbraucher. Das passt ja dann. Das heißt aber, wir müssen Zulieferer haben. Zucker, Obst, Südfrüchte und Milch. Gucken wir erstmal nach der Milch. Die vom Bauernhof. Viehhof, da müsste doch die Milch sein, oder? Ist hier die Milch? Ja. Und jetzt müssen wir gerade hier... Ist ja auch da drin, ne? Das würde bedeuten, das muss hier funktionieren, aber es gibt keine Straße da hinten hin. Müssen wir die Milch dann mit dem Fahrzeug hier wegbringen? Das ist jetzt auch nicht so prickelnd, weil einspurig, ne? Vielleicht machen wir doch die Milch mit dem PKW weg. Also PKW nicht, mit dem LKW, ne? Das, das. So, oder? Angeschlossen. Das ist Lauter und die Milch kommt da rein. Dann müssten wir das jetzt nur klären. Das ist jetzt dort. Okay, dann lass das Fenster mal offen. Bedeutet, wir müssen hier noch was ausbauen. Machen hier noch einen dritten Halt hin. Der dieser hier ist. Und nutzen den für die Milchgeschichte, oder was? Ja. Aber mit einem Milchwagen kommen wir da nicht hin, ne? Das ist auch klar. Dann lass uns die Landschaft hier mal ein bisschen umbauen. Dann nehmen wir den dahin.
gehen mit einer Straße. Achso, dann können wir das hier wegreißen. Straße darunter. Gehen dahin, dahin. Dorthin, dorthin. Machen wir so. Dann wissen wir nachher, wo wir hin müssen. Und gehen hier hin. Das ist ein und der gleiche Bahnhof dann. Oder Halt hier. So, dann, na, das Schild muss noch dahin. Und zwar hier schon. Da. Passt. So, und dann müssen wir eine Linie machen. So eine neue Linie. Von hier nach da. Machen wir dahin. In Sonderhausen, Viehhof soll geladen werden. Und lassen wir die ganze Zeit fahren. Oder 100%? Eigentlich die Milch 100%, ne? So, die Linie heißt dann LKW. Ja, da haben wir schon das L nicht mitgenommen. Milch. Ah, okay. Viehhof. Lauter Molkerei. Ein Bindestrich vielleicht noch hier zwischen. Lauter ist in Blaue falsch geschrieben. So ist Lauter richtig geschrieben, ne? Ja. Schuss. Ändert sich. Passt. Und 100% am Viehhof. Passt auch. Gut, und dann müssen wir jetzt hier oben hin, weil da gibt es irgendwo das Fahrzeugdepot. Da nur benötigte für die Milch. Machen wir den und den. Machen den Plan da rein. LKW, Eier, nee, LKW, Milch, Viehhof, Lauter, der ist es. Und 1, 2, 3, 4, 5. 1. 2. 3. Der kommt da auch raus. 4. Der kommt noch nicht da raus. Jetzt aber. Und 5 und wir haben 6, okay. Jetzt kommt er. Und dann der letzte. Gut, das bedeutet, die bekommen jetzt die Milch und aus der Milch können jetzt das Richtige machen. Molkereiprodukte. Ich hoffe, Obst und Süd. Aber warte mal. Ja, da können die jetzt Joghurt herstellen, aber die wollen ja Fruchtjoghurt wahrscheinlich herstellen oder sowas. Und deswegen wird das dann wieder schwierig, schätze ich mal. Das heißt, Obst und Südfrüchte müssen da auch noch hin. Das heißt, hier ist ein Obstbauer. Hardexen. Andere Ecke. Bauhof. Döbeln. Das ist auch nicht da eine Ecke. Wo ist der Importeur? Auch nicht da eine Ecke. Und der ist schon hier näher in der Ecke, ne? Sonderhausen, ja, das spricht schon mal dafür. Das bedeutet, hier kriegen wir das Obst weg, ne? Ja. Das bedeutet, ja, den lassen wir ruhig offen. Das Obst müssen wir jetzt hier irgendwo anliefern. Sonderhausen Tierfutterproduktion. Okay, das heißt, wir bauen da mal eine Straße hin, die hier abbiegt. Ach so, ja, ne, 100 km/h. Ist das schon ein Haus vom Ort? Sieht so aus. So weit außen gebaut, krass. Hat ja wieder gut geklappt, ne?
Wo ist denn der Hof? Da neben Wasser, okay. So, hier soll das Obst abgeholt werden, ne? Machen wir mal so. Passt. Passt erstmal auch, ne? Gibt es hier ein Schild irgendwo? Oder hätten wir das Schild besser dahin gemacht, da hätten wir sofort gesehen, wo es ist. Machen wir das weg. Ne, das weg. Geklappt nämlich mit der Straße, ne? So, jetzt haben wir das wieder da. Die haben die Auswahl, das passt schon mal. Jetzt gibt es wieder eine neue Linie. Für dieses hier. Ach, geht schon. Okay, und dann gibt es hier einen Halt. Der können wir gleich mit 100% machen. Dann gehen wir hier hin, weil hier müssen wir auch wieder anhalten. Weil da gibt es ja dann das nächste. So, das ist hier LKW Obst. Obstbauer. Bayers Säuen. Naja, das ist da nicht. Das ist eigentlich Sonderhausen, ne? Wenn wir lassen mal Obst und dann gehen wir lauter Molkerei. Lauter Molkerei. Schuss. Passt. Und dann müssen wir jetzt wieder zum Depot. Diesmal müssen wir Obst auswählen. Dann machen wir auch wieder so ein LKW, denke ich, mit dem Anhänger, der da passt. So, der kommt auf die Linie jetzt LKW. Obst. Jetzt habe ich das Obst da falsch geschrieben. Dann müssen wir gleich die Linie nochmal bearbeiten. Sollte nicht das Problem sein, ne? So, ein nochmal. 2, 3, 4, 5. Diesmal machen wir es so. Linienverwaltung bitte einmal. Kann der nächste gestartet werden? LKW Obst. Da. Schuss. Starten. Kann zu. Und starten. Und starten. Dann sind sie weg. So, dann haben wir Obst. Jetzt sind nur noch die Südfrüchte übergeblieben und die gehen wahrscheinlich nur über Importeure, ne? Das ist entweder der hier bei Döbeln oder der hier. Den kennen wir ja noch gar nicht. Oh, der ist hier bei uns in der Nähe. Ja. Das bedeutet, den müssten wir da an diese Straße anschließen, oder? Gut, 100 km/h. Geht da natürlich gerade nicht lang. Sehr schön, dass das nicht passt. Geht auch nicht. Oh, was war das? Habe ich mich erschrocken, ne? Das war eine Flasche. Ja, funktioniert nicht. Schon mal wieder doof, ne? Also hoch runter mit dem Dingens wäre doof, weil hier sowieso hoch runter ist, ne? Das würde bedeuten, wir machen das mal mit der Eisenbahn da. Und zwar mit dem hier. Kann man das so aufwerten? Ne, macht so nicht. Schnell dahin. Puh, das ging aber gerade so, ne? Fährt er auch. Und jetzt der nächste ist der von da nach da. 160 ist da. Passt. Sehr schön. Keine Unterbrechung, alle fahren durch. Sehr gut.
Okay, die Straße ist da, sieht man zwar jetzt schlecht, aber müsste funktionieren, ne? So, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4. Und wie immer machen wir das so länger, damit wir wissen, dass man da anbaut, wenn. So, das haben wir auch. Importeur bedeutet hier eine neue Linie. Von da mit 100% auch nach hier. Passt. Neue Linie heißt wieder LKW. Importeur nenne ich das jetzt mal. Südfrüchte. Nee, Südfrüchte lassen wir weg. Wir machen einfach nur Importeur. Und dann nach lauter Molkerei. Schuss. Passt. Passt. Das kann zu. Und dann müssen wir da oben hin nach Floto wieder. Da ist Waldeck. Floto ist da. Diesmal brauchen wir Südfrüchte. Die sind hier. Der mit dem Fahrplan ist LKW-Importeur. Lauter Molkerei. Und das Ganze 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Hier ist schon Obst abgeholt. 3. Aber hier ist noch nichts angekommen. 4. Molkerei von 1930 und 5 und fertig. So, die sind auch auf dem Weg. Fahren jetzt gleich hier rein und holen das da ab. So, das sind dann Mandeln, Wafer, Südfrüchte und Flachs, die da sind. Wafer, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Sind das Waffeln? Glaube nicht, oder doch? So, das heißt Obstbauer, das ist, die drei sind Zulieferer. Da gibt es Südfrüchte, da gibt es Obst und Milch. Ich wüsste jetzt noch gerne, was die Zuckerrübenfabrik denn da liefert. Ah, die macht auch Obst. Das wusste ich nicht. Sehr interessant. Gut, aber wir sehen, wo unser Problem hier liegt gerade. Unsere Fahrzeuge sind leider alle besetzt. Das heißt, wir müssen hier weiter ausbauen. Straße. Ja, hier können wir auch mit 50 weiterarbeiten, glaube ich. So, 1, 2, 3, 3, 4, 5. Und dann die Buchten rein. Passt, oder? So, die bewegen sich schon wieder, die LKW, das heißt, es läuft. So, dann wollen wir mal gucken. Da kommt jetzt die Milch rein, oder? Will ich mal hoffen. Müssten ja Milch-LKW sein. Ja, die erste Milch ist da, aber die Molkereiprodukte laufen noch nicht, weil das andere alle noch fehlt. Also die Milch macht's schon mal, ne? Die Milch ist schon da, aber die anderen noch nicht. Wer kommt dann? Wahrscheinlich das Obst. Das müsste aber auch schon irgendwo unterwegs sein dann. Das Obst kam von hier, oder? Oder? Nee, da kam die Milch weg. Dann kam das Obst von da hinten. Warte, 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 da wollen wir nicht zu weit. Könnt ihr aus hier? Ne, hier im Ort sind sie noch nicht. Da ist der erste Obst-LKW wahrscheinlich. Genau so ist es. Läuft. Obst ist auch unterwegs. Und dann sind die Importeurgeschichten, die dann hier irgendwo sind. Sind sie schon angefahren? Nee, ne? Sind nur unterwegs dahin. Oder? Ist das der erste hier für einen Importeur? Nee, das ist Tierfutter. So, das waren ja auch Containerfahrzeuge, ne? Die fahren hier schon rum. Südfrüchte, passt. Passt, läuft. Die Südfrüchte sind geklärt, weil die kommen von extern aus dem Spiel.
Obst ist das. Ja, das ist fertig, die Kette dann. Läuft. Haben wir das schon geschafft, oder? Weil die wird ja hier, das auch hier wird ja auch produziert vor Ort. Das passt dann auch. Gut, da haben wir das erstmal, ne? Ach, da vorne fehlt noch so ein Schild, glaube. Das sollten wir vielleicht noch machen. Hier. Da fehlt noch unser Schild für Haltebuchten auswählen. So passt's. Bei den Südfrüchten haben wir das, bei denen haben wir das. Haben wir das bei der Milch auch gemacht? Ich hoffe es. Gucken wir gerade nochmal bei der Milch nach. Ja, haben wir da auch stehen. Dann ist da ja alles gut. So, dann ist das geklärt. Dann würde ich sagen, machen wir erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.